Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal einer ganz anderen Art. Und zwar ist für mich gerade Ende 2020 und für euch Anfang 2021. Und ich finde, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um mal einen Ausblick auf das kommende Lesejahr zu geben. Was steht gerade so auf meiner Liste? Was habe ich vor zu lesen? Das sind eben zum einen Bücher, die ich schon hier bei mir besitze, und zum anderen sind das auch viele Bücher, die ich noch nicht besitze. Da könnt ihr zum einen euch inspiriert fühlen, diese Bücher auch zu lesen, zum anderen könnt ihr euren Senf dazu geben, wenn ihr sie schon kennt, und mir schreiben, wie ihr sie gefunden habt und mir irgendwie Neugierde darauf geben, oder denkt ihr euch nur so, was juckt mich denn ein Vorausblick? Ich will wissen, was er gelesen hat, nicht was er lesen wird. Und jetzt möchte ich auch nicht mehr lange schnacken. Ich fange mal mit den erfüllten Wünschen an, also den Büchern, die ich schon habe. Und das ist mal an erster Stelle hier Der Herr der Ringe. Ein richtiger Klassiker. Ich kenne davon zwar schon die Filme und die finde ich richtig gut. Die mag ich gerne. Ich mag die Story vom Herr der Ringe und ich habe die Bücher schon seit locker 6 oder 7 Jahren bei mir rumstehen. Ich habe sie auch schon ein paar Mal versucht anzufangen und bin immer gescheitert. Bin schon immer über so 100 Seiten rübergekommen, aber irgendwie habe ich nie weitergelesen und ich weiß nicht warum. Viele sagen ja, dass der Anfang vom Herr der Ringe sehr zäh und sehr schwierig ist. Aber eigentlich bin ich das ja gewöhnt von Stephen King und deswegen möchte ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Hab die eben noch hier rumstehen alle, und weil ich die Filme eben so gut finde, sehe ich keinen Grund, die Bücher nicht auch mal zu lesen, weil ich immer der Meinung bin, wenn man die Filme kennt, dann muss man eigentlich auch die Buchvorlage kennen. Geht euch bestimmt auch so. Dann habe ich hier noch stehen Die unendliche Geschichte. Ich habe ja letztens erst Momo gelesen und Momo, ey, das ist die schönste Geschichte, die es überhaupt auf der Welt gibt, weil sie ist aus den 70ern und da fragt man sich, was? Damals war das schon so aktuell und jetzt ist es noch viel aktueller wahrscheinlich. Weil ich das jetzt eben gelesen habe, denke ich mir, muss ich auch Die unendliche Geschichte mal lesen. Habe ich eben auch bei mir rumstehen und das ist ja auch ein richtiger Klassiker, eine richtig schöne Geschichte und deswegen will ich es auch noch lesen. Und dann habe ich noch Sakrileg von Dan Brown hier stehen. Das ist halt auch so ein Klassiker. Jeder empfiehlt einem das gefühlt und muss ich halt auch lesen. Dann habe ich hier stehen Per Anhalter durch die Galaxis. Noch ein Klassiker. Das ist nur so ein richtig dünnes Buch und deswegen werde ich das irgendwann mal zwischendurch lesen. Aber ich kenne davon halt nur diesen Klassiker, wie man es halt so kennt, mit der 42, das die Antwort auf alles oder so ist. Und deswegen muss ich das Buch mal lesen, weil es ist halt einfach so eine Science-Fiction-Komödie irgendwie und das klingt so, als wäre das genau mein Stil und ich habe es noch nie gelesen, deswegen muss ich das mal erledigen. So, dann habe ich noch zu Weihnachten einige, ja, Bücher nach dem Genre Horror, Düsternis gekriegt, die eben nicht Stephen King sind und da wollte ich mal ein paar vorlesen, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich einfach noch nicht so viel weiß, außer dass die ziemlich düster, auch gerne mal übernatürlich und horrormäßig sind. Und das wäre dann zum einen Schatten der Nacht von John Saul und Nathaniel, ebenfalls von John Saul. Dann Ich bin die Nacht von Ethan Cross, Irrsinn von Dean Koontz, Die Anbetung ebenfalls von Dean Koontz. Ja, wie gesagt, ich weiß über die Bücher selber noch nicht so viel, aber sie haben sich alle sehr nach Horror, düster, Grusel, übernatürlich angehört. Und das ist genau das, was ich jetzt ja gerne mag, wo ich drauf Lust habe, dass ich das jetzt mal mehr lese. Auch gerne mal verschiedene Autoren, die jetzt nicht unbedingt Stephen King sind. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Bücher. Werde darüber dann bestimmt auch mal eine Buchvorstellung dann jeweils machen. Dann steht hier noch Quality Land von Marc-Uwe Kling. Quality Land 2.0. Den ersten Teil kenne ich schon und ich kann dieses Buch definitiv allen empfehlen, weil Quality Land eben genau wie die Känguru-Chroniken eine Gesellschaftskritik auf lustig gemacht ist. Es geht dabei eben um eine Zukunftsdystopie so ein bisschen, aber eben auf lustig gemacht und ich finde es ganz interessant, wie es halt da einerseits, zumindest auf den ersten Blick hat man so das Gefühl, es ist total weit hergeholt, aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, über die ganzen Dinge, die da vorkommen, so weit hergeholt ist das alles gar nicht. Und deswegen steht jetzt eben der zweite Teil hier auf der Liste, werde ich auch möglichst bald wahrscheinlich lesen. Und dann habe ich hier noch Offline stehen von Arno Strobel. Arno Strobel wurde mir auch mal als Autor empfohlen unter einem YouTube-Video und jetzt wurde mir das Buch eben geschenkt von einer Person, die gesagt hat, sie hat dabei an mich denken müssen, weil ich auch jemand bin, der das Smartphone komplett weggetan hat für den Tag, einfach um mal da ein bisschen wegzukommen. Und in dem Buch geht es eben um einen Typ, der genau die gleiche Idee hat und das wird ihm dann zum Verhängnis, weil dann passiert irgendwas, ich weiß nicht was. Und das Problem ist halt dann, dass er niemanden erreichen kann, weil er ja
offline ist. So, dann komme ich jetzt mal zu den Büchern, die ich eben noch nicht selber habe, sondern nur Wünsche sind bis jetzt. Und zwar ist das einmal Ritus von Markus Heitz, wurde mir in einem YouTube-Kommentar empfohlen. Ist eben scheinbar auch so ein bisschen was düster, horrormäßiges mit ein bisschen übernatürlich, weiß gerade gar nicht so genau. Dann ebenfalls in dem YouTube-Kommentar empfohlen, Das zweite Gesicht spielt wohl in den 20er Jahren und ist auch was Düsteres. Und dann habe ich noch Der dunkle Turm von Stephen King auf meiner Buchliste. Da, oh mein Gott, das wird einem immer wieder empfohlen, wenn man nach Büchern von Stephen King fragt, weil das scheinbar so das Zentrum des Stephen King-Universums darstellt. Er hat da über 3 Jahrzehnte oder so dran geschrieben und das ist so das Werk, das Hauptwerk sozusagen von ihm. Und davon kenne ich bis jetzt nur den ersten Teil von 7. Und den ersten Teil habe ich schon vor über einem Jahr gelesen, vor fast 2 Jahren, glaube ich sogar. Und ich fand den nicht gut, weil der war irgendwie langweilig, der war mir suspekt. Ich habe nicht ganz gecheckt, was er mir damit sagen will mit diesem Buch. Und deswegen habe ich ihn eben das Ganze nicht weitergelesen. Aber einfach, weil mir das so oft jetzt empfohlen wurde und gesagt wurde, dass vor allem der erste Teil halt eher eine Ausnahme ist und es ab Teil 2 besser wird und verständlicher, muss ich das einfach lesen, weil es so oft heißt, Der dunkle Turm ist eben das Hauptwerk von Stephen King. Da läuft alles, was er sonst geschrieben hat, irgendwie drauf zusammen und da bin ich eben jetzt sehr gespannt. Da wurde ich letztens erst wieder neu drauf angefixt. Dann habe ich hier noch was von Stephen King und zwar On Writing. Das heißt auf Deutsch Das Leben und das Schreiben. Und das geht eben da, ist es so ein bisschen autobiografisch scheinbar von ihm. Er schreibt darüber, wie er schreibt, gibt viele Schreibtipps scheinbar. Und ich bin ja jemand, der auch gerne so ein bisschen schreibt. Ich habe so ein paar Kurzgeschichten ja mal geschrieben und fände es mir interessant, das aus seiner Sicht zu lesen, weil ich auch eben ja großer Stephen King-Fan bin. Und dann habe ich noch das Jesus-Video hier stehen. Oh Gott, da weiß ich gerade nicht den Autor. Ich habe den nicht hier dazu geschrieben. Ist das auch Dan Brown? Sorry, wenn die Information falsch ist. Ja, ich werde das beim Schnitt nochmal einblenden, was stimmt. Ich habe ja mal von, keine Ahnung von wem, habe ich das Nazareth-Gen gelesen. Das war ziemlich spannend. Da ging es um einen Wissenschaftler, der eine Maschine erfunden hat, die ausrechnen kann, aufgrund deiner DNS, wann du sterben wirst. Also die kann herausfinden, welche Krankheiten wirst du im Leben so haben und wann wirst du dann wohl voraussichtlich sterben. Und dann gibt es irgend so eine verrückte Bruderschaft, die dann ihn als, oh Gott, du kannst dir doch nicht anmaßen, hier Gott zu spielen und rauszufinden, wann jemand sterben wird und dann wollen sie ihn umbringen und so weiter und das fand ich ganz gut. Und daraufhin wurde mir dann eben Sakrileg von Dan Brown empfohlen. Quatsch, das Jesus-Video wurde mir aufgrund dessen empfohlen. Sakrileg habe ich vorhin schon vorgestellt. Ich bin schon ganz Banane im Hirn. So, die 2 letzten ist einmal wieder von Stephen King, Das Spiel. Das ist die Story, wo es auch einen Netflix-Film gibt, wo ein Ehepaar in eine verlassene Hütte geht, um dort irgendwie ja, ihr Sexualleben irgendwie aufzubessern. Und wie dann die Frau ans Bett gefesselt ist, knackt der Mann weg, ist tot. Und sie ist da ins Bett gefesselt und kommt nicht weg. Und scheinbar spielt dann das ganze Buch irgendwie in ihrer Psyche. Und das schon mal an, finde ich ziemlich spannend, weil einerseits klingt es so, als wäre es zäh, aber andererseits kenne ich Stephen King und ich weiß, dass das auch echt intens sein kann, wie bei sie zum Beispiel auch. In der Geschichte gab es eben den Autor Paul Sheldon, der auch gefangen ist und dann spielt es viel in seiner Psyche und sie fand ich ziemlich gut. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel auch cool ist. Und zum Schluss, das letzte, wieder ein riesiger Klassiker, ist Dracula von Bram Stoker. Lese ich erstens deshalb, weil es auch ein riesiger Klassiker ist und es mir auch schon unter dem YouTube-Video empfohlen worden ist. Und zweitens aber auch, weil ich ja mal Brennen muss Salem von Stephen King auch gelesen habe und das ist ja scheinbar also seine Interpretation von Dracula von Bram Stoker. Und deswegen dachte ich, muss ich das eben einfach auch mal lesen, weil es halt auch einfach so ein Klassiker ist. Es sind ja scheinbar so in Brief- und Tagebuchform geschrieben. Mal was ganz anderes, aber ich bin gespannt, wie ich das finden werde und muss ich einfach jetzt mal lesen. Das ist definitiv weit oben auf meiner Prioritätenliste. Ich habe gerade noch ein Buch, was ich momentan lese und danach ist definitiv mal irgendwann Dracula fällig, so eins von den nächsten Büchern auf jeden Fall. Und da werde ich bestimmt dann auch mal drüber reden. Und jetzt, Leute, war es das mit dem Video. Schreibt bitte in die Kommentare, ob euch sowas interessiert, so Vorausblicke auf meine Buchliste. Sowas wird wahrscheinlich jetzt zwar erstmal länger nicht kommen, weil das ist schon eine ziemlich lange Liste, die ich da habe und da werde ich schon lang brauchen. Schauen wir mal weiter.
Und dann schreibt mir generell mehr noch in die Kommentare, was ihr euch von mir wünscht, was euch interessiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Nächste Woche gibt es wieder eine Buchvorstellung. Und bis dahin, ciao.